Ja, ich habe jetzt halt überlegt, das letzte Mal nach der einen Aufnahme, womit mache ich überhaupt weiter? Erst hatte ich überlegt, na, vielleicht, aber vielleicht doch noch schnell die Segel anbringen von dem Schiff. Aber ich gedacht, na, es wird mindestens eine Folge, vielleicht zwei, drei sogar dauern. Man hat gesehen, eine Takelage. Das kann doch schon seine Zeit dauern, so eine Takelage anzubringen. Und das mit den Segeln wird nicht besser. Und da habe ich gesagt, na, 1, 2, 3, 4 habe ich nicht unbedingt gesagt, aber da habe ich mir überlegt, gut, am Hafen weiterbauen könnte man jetzt. Haben da schon eine ganze Weile nicht gearbeitet. Ja, habe ich gedacht, ich mache den Hafen weiter. Ich baue nicht direkt am Schiff, das war das letzte Projekt, ich baue jetzt am Hafen. Und damit das ein bisschen weiter vorankommt. So, jetzt gehe ich doch noch mal zurück zum Kai. Gut, ja. Ich habe ja Folge 300 aufgenommen. Dabei habe ich was festgestellt. Da sind, ist die Seite des Daches so. Und da ist die Seite des Daches so. Ja. Über die Folge 300 rede ich gleich. Das da oben ist dunkles Holz. Notfalls können wir uns noch ein paar herstellen. Erde habe ich noch dabei, das ist gut. Dann machen wir mal kurz hier das hoch. Über die Folge 300 möchte ich reden, ja, keine Frage. Also ich möchte es jetzt nicht verheimlichen, die Folge 300. Sie ist. Na, geht. Mist, nicht genug. Sie ist gelaufen. Ja, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist sie aber noch nicht ausgestrahlt. Und deshalb möchte ich jetzt ungern über die Aufnahme schon sprechen. Ich finde das Lied richtig geil. Ja, das Lied finde ich richtig klar, weil es mich wirklich an ein Spiel erinnert, wie. Das ist wirklich Cannon-Fodder. Und das Spiel habe ich gerne gespielt, aber richtig gerne. Und für. Es war eigentlich ein sauschweres Spiel. Oder ist eigentlich. Ob es noch ist, weiß ich nicht. Ich habe es seit Amiga nicht mehr gespielt. Ich kann also nicht sagen, ob es immer noch so schwer ist. Ich glaube, für den PC gibt es das gar nicht. Ihr könnt mich natürlich eines Besseren belehren, wenn ihr das wisst. So. Dann wollen wir mal langsam hier das hier erschließen. Das wird jetzt eine ganz Menge Arbeit sein. Ich habe das schon en masse gemacht und ich weiß, dass es das eine ganz viel Zeit ist, die man hier oft verbringen kann. Eigentlich ist es einfacher, um auch die Bauzeit zu verplanen. Es ist besser, wenn man das Ganze hohl baut. Das möchte ich auf einer Seite nicht. Auf einer Seite wird es sich hier jetzt nicht vermeiden lassen. Ich mache es jetzt definitiv hier mindestens eine Schicht rein, um die ganzen Sandflächen abzudecken. Ich könnte auch nur die Sandflächen abdecken. Aber das wäre dann zu wenig, bin ich der Meinung. Das Problem ist immer dieses Auftauchen, das man machen müsste. Wahrscheinlich würde es schneller gehen, wenn man jetzt hier einen Helm der Wasseratmung hätte. Was man sich jetzt mal überlegen könnte, da wir ja eigentlich einen Verzauberungsraum haben, der einen entsprechenden Tisch enthält.
So. Na gut, wir haben eigentlich noch eine ganze Weile, bis wir die Sandmine hier in Betrieb nehmen müssen. Hier unter dem Wasser. Also brauche ich eigentlich hier noch gar nicht so sehr das Ganze abdecken. So. Na, ziehen wir das Ganze hier noch ein bisschen durch. Ah, mehr Erde habe ich gerade nicht. Gut, wir haben ja auch keinen Cobblestone, um das Ganze jetzt hier in der Höhe zu erweitern. Oder haben wir, doch haben wir ein wenig Cobblestone. So viel brauche ich gerade davon nicht. Dann kann man jetzt hier zum Beispiel andeuten, wie ich das gerne machen würde. So, das geht mindestens erst einmal bis dahin. Weil ich möchte ja hier Hafengebäude haben. Und durch die Hafengebäude ist es natürlich eine kleine Begrenzung da. Wie groß kann ich werden, wie groß kann ich nicht werden. So. Somit sieht das so aus. Damit wird das hier ein bisschen angehoben. Das nächste Gebäude kommt dann hier daneben ein wenig höher. Vielleicht baue ich es auch auf diese Ebene, ziehe das hier hin und dann baue es auf der Ebene. Da sind wir aber noch nicht. So. Die möchte ich haben. Das kann ich erstmal da wieder reinlegen. Die kommen da mal kurz raus. Ne, die kommen da wieder rein. Das Eichenholz wollte ich haben. Nee. So. So rum. Weil 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt's. Ja, ich brauche eine Gegenlager. Und da bietet sich gerade das hier an. 3, 4. So. Und genau hier runter möchte ich 1, 2, 3, 4, zack, 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 zack machen. Und auf der Seite auch. Ach gut, das unter. Na, ja, achso. Nee, mach mal, da geht doch nicht. So, 1, 2, 3. Und jetzt geht das hier mit dem Kai los. Natürlich nicht so weit, wie ich es jetzt gerne hätte, aber wir brauchen dazu Holz. Holz haben wir genug erstmal dabei. Das wandeln wir um, machen einmal so, machen so, machen nochmal so, machen so und machen so. Gut. Jetzt kann ich hier in aller Ruhe den Kai anlegen. An diesem Kai muss man nicht direkt aus dem Wasser rauskommen, weil es sollen ja hier Schiffe dran anlegen. Und da die Schiffe hier anlegen, können wir den Kai nicht auf Wasserniveau bauen. Wir bauen ihn etwas höher. So, da sind wir auch schon am Ende. Das Brot kommt da mal kurz weg. Dafür kommt hier so. Dann geht das da weiter, da weiter, da weiter. 1, 2. 1 und weiter. Ja, ja. Es gibt wieder viel zu tun, packen wir es an. Wie war der Spruch? Was kann ich hier erzählen, so nebenbei? Ja, ich habe einen neuen Let's Player entdeckt für mich. Auch wieder Minecraft Let's Player. Das ist also das dritte Minecraft Let's Play, was ich mir zurzeit angucke. Der hat schon weit über 400 Folgen. Es ist nicht das erste Let's Play, was er macht. Also es sind schon ein paar Let's Plays, die er gemacht hat. Was ist eigentlich der einzige Grund, wieso ich ihn kenne oder mir angucke. Ich könnte jetzt auch den Namen erstmal verraten, möchte ich aber gerade nicht. Angucken tue ich mir aus dem Grund,
Ja, ich mag halt seine aktuellen Let's Plays oder seine aktuellen Folgen, die er rausbringt. Ist nicht unbedingt Let's Plays, die er rausbringt, oder seine aktuellen Folgen. Es geht da immer noch um Spiele, aber es ist gerade nicht kein Let's Play. Und aus dem Grund, naja, gut. Ich habe ja mal erzählt, dass ich Gronkh und so weiter gucke. Oh, auch Sarazar. Und da muss ich sagen, Gronkh hat sich eine ganze Weile verändert. Aus positiv schlechtes kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt den anderen, den habe ich jetzt eine ganze Weile geguckt. Oder einmal geguckt. Und ich muss sagen, ich gucke gerade das Minecraft-Let's Play. Die ersten Folgen, er hat über 400 Folgen. Er hat einen Monat nach mir gestartet mit dem Let's Play, ich habe geguckt. Also mit Staffel 1. Ich habe mit Staffel 1 gestartet, er hat dann ungefähr einen Monat später gestartet. Und ich muss sagen, von der Sprachqualität, so wie er sich rübergibt, in den anderthalb Jahren kein Unterschied zu seinen jetzigen Sachen, Projekten. Das nenne ich mal Respekt. Das nenne ich doch jetzt mal wirklich Respekt. Wollte ich jetzt eigentlich gerade. So, das ist ein bisschen viel. Müssen wir mal kurz zählen. Ach, jetzt weiß ich, was ich holen wollte. Genau. Aber dazu können wir mal hier. Das war unsere Schaufel. Haben wir noch eine? Ja, wir haben noch eine. So. Damit ist der provisorische Steg auch weg. So, jetzt holen wir die Erde. Und Anlauf und Juhu! Ja, wie schon, dieser Let's Player oder dieser Player hat halt jetzt momentan Stein bei mir im Brett ein bisschen, weil sich sein Let's Play, aber seine Art des Let's Plays seit wirklich zu jetzt zu früher nicht geändert hat. Ich habe ihn erst die letzten 2, 3 Monate auf dem Schirm gehabt. Kleines Projekt von ihm geguckt, abgeguckt, ah, so viele Zuschauer hat er nicht. Anführungsstriche, so viele Zuschauer hat er nicht. Ich habe dafür gegenüber gar keine, immer noch. Sein erstes Minecraft-Let's Play, oder erste Minecraft-Folge hat weit über 200.000 Aufrufe. Danach geht es extrem runter auf knapp unter 20.000. Ja. Und was kann ich sagen? Es ist interessant halt gewesen. So, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ne, Moment mal. Doch, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, auf jedem zweiten machen wir erstmal hier. Auf jedem zweiten kann ich nicht. Ich muss noch mehr Erde holen. Das passt ja genau. Ich dachte, ich müsste jetzt stärker abzählen. Jetzt mache ich das Ganze auf eine alte Technik. Muss ich nicht so viel zählen, kann man sich nicht zu oft verzählen. So. Auf diese Art und Weise habe ich auch eine Brücke gebaut, wie man sich wahrscheinlich erinnert. Da habe ich die Mitte mit rausgefunden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, das ist Mitte. Aber das interessiert mich gerade gar nicht. Stelle ich gerade fest. Ich will ja gar nicht die Mitte rauszuhaben. Das ist doch vollkommen falsch hier. Ich war gerade wirklich überlegen, was wollte ich damit? Mit der Mitte herausfinden gerade. Ich wollte nur den Rhythmus rausfinden, genau. So, wenn ich an jedem zweiten, der hochsteht, ein Balken setze, dann müsste das. Nicht synchron sein. Ah, das stört jetzt aber weniger.
Wir machen hier an jeder Stelle erstmal einen Balken. Genau, richtig gesetzt. So, das gleiche. Hier. Wieso muss ich mir eigentlich immer die tiefsten Stellen für sowas aussuchen? Kann mir das einer mal sagen? Und hier. So, jetzt kommt man hier auch wieder vernünftig hoch. Na gut, hat nicht geklappt. Ha. So, genau da liegt, ist dann ein Balken. Das ist nicht gut. Ich wollte hier jetzt eigentlich so ein Brett drüber legen. Aber genau da ist der Balken. Mist. Ich sehe gerade. Da steht was daneben. Und wie viel müsste ich den denn versetzen? Ist genau mittig, ne? Ja. Um einen eigentlich nur. Na gut. Geht's wieder runter. Eine Axt haben wir noch, also wieder runter. Muss natürlich an der tiefsten Stelle wieder runter. Ich hoffe, dass ich... Gut, wir tauchen mal kurz auf. So, machen jetzt das letzte Stück. Wir versetzen den hier einfach jetzt um einen Platz. Ah, doch nicht dahin. Mann. Pack den dahin. Manometer. So. Kurz auftauchen. So, jetzt müsste das passen, sage ich doch. So. Dann gehen wir hier kurz hoch. Und dann können wir hier auf der Seite auch einen Balken hochziehen. So. So, das geht doch. Jetzt nehmen wir hier auf jeden Fall erstmal die Erde weg. Und dann sehen wir weiter. So, ich habe gesagt, hier ist irgendwo ein Balken, den ich noch nicht falsch gesetzt habe. Ja, da ist er. So, damit ist der abgebaut an der Stelle. Jetzt bauen wir runter. Ja, leider dauert das einen Moment wieder. So, den noch und dann wählen wir mal auf die Schnelle. Ach, das geht auch gar nicht. Mist. Aua. Setzen wir mal kurz daneben schon mal ein. So, jetzt weiß ich nämlich, wo dieser hin muss. Das tut gleich Aua, wenn wir oben ankommen. Sag ich doch. Au. Na gut, wir sind oben. Nur das zählt. So. Oh, es wird schon wieder dunkel. Na gut, wir sind im Baumodus, da stört das nicht ganz so. So. Ah, Mist. Na, gehen wir über das Schiff. Nee. Ich brauche nur Leitern hier. Ich sehe gerade, ich habe den Kai auch ein zu tief gemacht. Nee, ne? Ja, diesen hier kann ich noch so machen. Der nächste muss ein höher anfangen. Mindestens. Oh, wir lassen das eigentlich so. Geht auch. So, erstmal besorgen wir für Beleuchtung. Da. Oh, hier fehlt noch was.
Und zack. Haben wir noch. Oh, wir haben noch. Das ist gut.